Guten Morgen, YouTube-Freunde. Hier seht ihr, der Bauerhaus ist am Misten bei leichtem Schneefall und minus, denke ich, etwa minus 3 Grad. Für mich ziemlich kalt. Ich habe kalt, bin auch leicht erkältet. Hals, Nase, Misten und noch schnell eine Balle Grassilage hier reinschmeißen. Die haben schon wieder zugeschlagen, Mais schon fast gefressen. Und dann arbeitet der Bauerhaus nicht mehr heute. 9 Uhr, Kaffeetime. Ich bin froh, kann ich an die Wärme. Ich habe kalt. Start. Kaltstart. Knopf. Zu wenig Gas. Noch einmal Knopf ziehen. Ne? Wenn da die Balle hinten raushängt, gibt es ziemlich viel Gewicht und der Same wird vorne sofort leicht. Ich denke, er sollte vorne ein Frontgewicht montieren oder das Planierschild, damit ich da ein bisschen mehr Gewicht habe, da mit den schweren Grassilageballen. Heu ist kein Problem, aber Grassilage am Hecklader, das macht den Traktor vorne leicht. Silage geht einfacher zum Reinschmeißen. Man kann vorgängig die Plastikfolie wegnehmen. Die Balle ist viel kompakter. Die hält besser, wenn ich die reinschiebe. Da. Und dann kann ich nur noch schnell auf der Seite das Gebundene aufschneiden und funktioniert einfacher als bei der Maisballe. Mit dem Plastik schneiden und dann fällt gerade alles Mais runter, auf Plastik rauf, ja.
unten etwas Mais, Kartoffeln und oben jetzt Gras. Das ist meine Mischung. So, und die Rosalie, will die auch raus? Ah nein, das ist die Bonn. Das ist die Rosalie, ne? Ja, liebe Freunde, und gleich startet da heute Samstag, der 5. Januar, 13.00, meine Videopremiere von gestern. In 3 Minuten ist es soweit. Hier der Live-Chat. Ja, liebe YouTube-Freunde, Samstagnachmittag, 2 Uhr. Wo ist da der Bauerhause jetzt? Ich bin da in Riedwil. Hier hinten ist die Motto Lehmann AG. Dort lasse ich mein Motorrad warten. Und ich bin da schon Kunde seit ewig. Und die haben am 5. Januar offene Türe, gibt was zu trinken, denke ich, und ein bisschen Motorräder anschauen. Ein Glas Wein habe ich mir bereits geschnappt. Alle sind unten beim Trinken und ich marschiere da mal durch die Hokasio im oberen Stockwerk. Schauen, ob es da was hat, was mir gefallen würde. Sehe ich schon. Ein FJ. R 1300 Touring-Maschine, ein rechter Brocken. Ja, hallo YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhause heute Samstagabend, 18 Uhr. Ja, mein iPad ist gestartet. Ich warte auf die Premiere, eine spezielle Premiere. Time for a Change, Querli 2019, der verrückte Enduro- oder Crossfahrer, startet in 2 Minuten.